So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute gibt es auch nicht so viel dazu erzählen. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in den Shop und seid gespannt. Zack, 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 zack. Achtung. Der Aktienkurs ist wieder zurück. Jetzt geht nämlich wieder das Gerücht rum. Kann man jetzt in Fortnite traden? Es sieht immer noch nicht danach aus. Also, der Aktienkurs ist halt wieder zurück mit seiner schönen Klatze. Ja, ich kenne inzwischen die Hintergrundgeschichte, aber was alle hauptsächlich interessiert, ist halt, ob man traden kann oder nicht. Weil das ist halt einfach, jeder würde gern irgendeinen Skin, den er nicht mag, mit irgendjemand anderen traden. Deshalb ist so ein bisschen die Diskussion im Spiel. So, dann haben wir Birdie mit drin. Dann unsere natürlich verschwitzte Pickaxe, aber ich finde, die wird inzwischen kaum noch genutzt. Also nicht mehr so stark wie früher. Dann haben wir Cremory dabei mit passendem Rückenaccessoire. Die gibt es natürlich in Weißstilen, einmal mit Mütze, einmal ohne. Dann haben wir des Weiteren Hacke der Verdammnis drin. Dann Deadfire ist wieder zurück. Also auf jeden Fall einer mit der schönsten Skins, die wir haben in meinen Augen. Dann natürlich noch eine Schneevariante. Ist schon nice. Ist schon ein geiler Skin. So, des Weiteren haben wir natürlich Dunkelsplitter mit drin. Hallo, ich will den Effekt abspielen. Dankeschön. So, dann haben wir Waffenexperte mit drin. Dann Überlebenskünstler. Dann haben wir eine neue Tarnung, nämlich süße Waben. Auch die Tarnung an sich sieht geil aus. Hat auf jeden Fall was. Dann Mega Moves. Bip, 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 bip. Nur für die Musik ist mir ein bisschen zu jung alle. Dann Blaues Camo. Dann Röpser. Bei dem Emote, ich blick da nicht so ganz durch. Klar, der macht jetzt die Liegestützen. Die macht er auch 10 Minuten lang. Mal so auf neu starten. Dann macht er sein Bäuerchen. Warte. Ah ja. So, das waren die Season 1 Skins. Dann Batman Cup. Batman Cup Paket. Lol, Sprachfehler. Batman-Paket, wie immer noch im Shop. Den Kleider habe ich ja gestern kostenlos bekommen mit dem, sagt schon, mit dem Comic zusammen. Aber ganz ehrlich, mir gefällt der Kleider nicht so. Ich habe ihn zwar mit Travis Scott gespielt, weil Batman selber habe ich ja noch nicht. Ich werde mir auch nicht kaufen, weil ich kriege ihn halt sowieso durch die Comics. So, dann ist jetzt endlich Moritz, ich gönn dir. Ritter der runden Tafel ist dabei. Wir gucken uns gerade mal die Gegenstände an. Also, wir haben so einiges, nämlich insgesamt 3 Skins. Zack, 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 zack. Ist okay, aber es sind halt wirklich so Just for Fun Skins. Natürlich noch hier die Pickaxe. Ist das eine Pickaxe? Ne, das Rückenaccessoire. Das ist die Pickaxe. Das ist von ihm das Rückenaccessoire. Das sieht irgendwie nice aus. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda. Dazu noch wieder der Pizzaschneider. Und dann haben wir die Taco-Dame. Mit passendem Rückenaccessoire. Mit der Pickaxe und natürlich noch den Ladebildschirm. Für 2600 V-Bucks kann man da eigentlich nicht meckern, wenn man eigentlich weiß, was die Skins eigentlich kosten. Also ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Chris, für jeden Skin noch eine Pickaxe dabei. Also ist schon auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. So ein fairer Preis. So, das war's eigentlich schon mit dem Shop, weil mehr ist nicht. Also ich glaube, das ist mit der kleinste Shop, den wir seit langer, 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 langer Zeit haben. Und heute gibt es V-Bucks, 35 V-Bucks zu holen und zwar auf Stufe 64. Also alle, die Rette die Welt haben, Stufe 64, da gibt es 35 V-Bucks. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Arbeitstag, Schultag und in dem Sinne, haut rein.